Let's go. We are the young, the chosen ones. We wanna. Und damit ein herzliches Willkommen aus Papenburg, aus der Meierwerft, und zwar zu der neuen AIDA Nova, die so gesagt am Dienstag ausgedockt wurde. Ja, wie ihr seht, sie ist ganz schön mächtig und zwar ganz schön groß, muss ich sagen. Ich nenne sie schon Majestät Nova. Ja, das neueste Schiff. Ich habe jetzt sogar ein paar Daten, weil im letzten Video mit der Norwegian Bliss habe ich grässlich geredet. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen bei den ganzen. Diesmal habe ich originale Daten zum Schiff und möchte sie euch gerne sagen. Habe ich mir auch rausgesäppt, ja, so würde ich sagen. Und das habe ich aber auch schon mal im in einem Video, wo ich die Infos für Donnerstag erklärt habe. So, Daten zu AIDA Nova. Sie ist 337 Meter lang, Breite 42 Meter. Mit dem Lanai-Deck ist sie noch etwas breiter, 45, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Vermessung 1.083.900 BRZ, Decks 20 Decks, Baukosten 950 Millionen US-Dollar. Das ist in Deutschland noch ein bisschen anders gerechnet. Taufe ist wie gesagt am 31. August mit David Gitter, Tauffamilie, das wird bestimmt der Hammer, muss ich sagen. Wird das auf jeden Fall dann. Passagierzahl 4.000, in anderen Bereichen stand schon irgendwas mit 6.000. Ob das stimmt, weiß ich nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann natürlich für Passagierzahl 2.600 Kabinen. Übernahme 15. November, Flagge Italien. Sie wird, wenn sie übergeben wird im November, Einsatzgebiet Kanaren im Dezember haben. Das Schiff verfügt, wenn ich hoffentlich richtig die Zahl habe, sonst korrigiert mich, Restaurants, 17 Restaurants, einen Beachclub hat sie oben auf dem Oberdeck. Das ist so gesagt das Sonnendeck, könnte man fast meinen. Dann ist natürlich neu, was auf der Prima und Perla noch nicht gab, das Four Elements. Und natürlich gibt es im hinteren Bereich einen Aquaraiser. Ja, das Schiff verfügt über LNG, die bei 162 Grad Celsius gelagert werden. Sie ist das umweltfreundlichste Schiff, das es jemals gibt. 20% CO2-Ausstoß und 80% Stickoxide. Natürlich Flüssigerdgasschiff, das ist die erste von ihrer Art. 8 Schiffe sind in Planung, von denen die von Tuku und Meier hier gebaut werden an der Meierwerft. Ja, die Nova ist schon ganz schön mächtig. Für den Kussmund wurden 50 Liter Farbe verwendet. Für alles andere kann ich es jetzt leider nicht sagen. Aber sie ist schon ein wahnsinniges Geschöpf. Wie gesagt, 2020 erwarten wir dann noch die P&U-Kruse-Schiff, und zwar die Iona. Und natürlich dann auch dann noch natürlich den 2021, den nächsten AIDA-Neubau, der bislang noch keinen Namen hat. Ich würde mal sagen, das war's von mir. Ciao mit V.